Servus Leute, willkommen zurück bei Breath of the Wild. Wir holen uns unser Pferd ab und reiten wieder zurück. Leider wird mir hier überhaupt kein Zitterkraut mehr angezeigt, was ich einfach zu gerne sammeln würde, aber hier sind noch ein paar Zutaten. Ach, das kriege ich nicht. Sehe ich die Pfeile hier irgendwo? Dann könnte ich sie einsammeln. Nein, ich habe sie einfach blind irgendwo hingeschossen. Ah, da ist einer. Ein Schwertling. Auch nicht schlecht. Ich sollte mir mal merken, dass wenn ich irgendwas mit Fragezeichen sehe, dass ich dann zuerst die Kamera aushole und das fotografiere. Ah, hier ist eine Truhe. Klar, wenn man ins Gras geht, wird man natürlich sofort entdeckt. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht so genau. Oh, dein Holzschild zerbricht gleich, das ist nicht gut. Und da haben sie mich gekillt. Drei von diesen kleinen blauen Viechern haben mich gekillt. Ist das nicht toll? Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hätte wirklich einfach einen Bombenpfeil reinknallen sollen. Ein Zitterling. Ha, da kann ich jetzt wenigstens den fotografieren. Ein Schwertling und da drüben ist noch einer. Ja, Bean, macht ihn fertig. Oh, der hat sich selbst angezündet. Mist, Waffe, Waffe. Ah, ein Soldatenschwert. Wie cool. Es gibt Reisen, Soldaten und dann Ritter. Noch ein Soldatenschwert. Das nehme ich auch auf jeden Fall. 14 Schaden, nicht schlecht. Und eine Stachel-Mob-Keule, die ich auf jeden Fall mitnehmen will. Oh Mann, eine Stachel-Mob-Keule. Ziemlich viel Schaden und... Nee, ich nehme es doch nicht mit. Ein Topaz. Gucken wir mal, was aus einem Zitterling. Den ich hier irgendwo habe. Tja, aber wo? Und Zitterkraut wird. Mal sehen, ob man das zusammen kochen kann. Und ob da was Sinnvolles draus wird oder einfach nur wieder diese komische Matsche. Elektrodampfpilze.
Resistenz gegen Elektro Level 1. Ich glaube, 5 Minuten reicht das. Das ist eine richtig gute Idee dann gegen dieses Vieh. Drüben sind Schleichwürmchen. Davon habe ich auch verdammt viele, aber es sind halt Insekten und damit kann man Medizin herstellen. Cool. 2 Ausdauerschrecken. 10 brauche ich. Die hat mich gleich gesehen. Die nicht. Gut, jetzt holen wir uns unser Pferd ab. Ich verplemper schon wieder Zeit. Aber vorher nochmal mit Maronus reden. Vielleicht haben wir 2 Samen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo Maronus. Oho. Oh, du bist es. Ich wollte in den Wald der Crocs zurückkehren, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass hier die Grenze zwischen Eldin und dem Wald von Hyrule verläuft. Oho, das kann nur bedeuten, dass der Wald der Crocs ganz in der Nähe ist. Oho, oder? Doch da ich schon mal hier bin, könnte ich mich auch ein Weilchen entspannen. Ah, warte mal. Dieser Geruch. Crocsamen, du hast Crocsamen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir Crocsamen gibst, vergrüße ich zum Dank einer deiner Taschen. Okay, also der will jetzt 3 Crocsamen für die Waffentasche und für die Bogentasche nimmt er auch 3. Dann ist die Schildtasche die letzte Option. Nee, immer 3 Crocsamen. Ja, wie schade. Selber schuld, wenn du so unersättlich bist, Gierlappen. Den habe ich getrollt. Haha. Ich möchte mein Pferd. Willkommen in unserem Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Pferd abholen. Horst, Stärke. Zuneigung ist maximal. Cool. Das bedeutet, das Einzige, was er jetzt noch macht, ist mich abwerfen, wenn ich ihn zu stark antreibe. Warte mal, was hat er gerade gesagt, wenn ich auf einer Straße bin? Folgt mein Pferd dieser instinktiv? Oh oh, schnell weg hier. Oh, schnell weg hier. Obwohl ich glaube, dass die total einfach zu besiegen sind. Okay. Nee. Denn hier, der Duo-Echsen-Bumerang oder wie er heißt. Außerdem noch Schilde und Haufen cooles Zeug. Ein Arm gäbe es auch noch. Aber daran bin ich interessiert. Weil der macht 24 Schaden. Was kann ich denn dafür weglegen? Soldaten-Zweihänder, Soldaten-Schwert. Ich möchte aber nichts weglegen. Der macht 22 Schutz und mein Schild zerbricht gleich. Ah, ein Zitterling. Ach klar, ich suche ja gerade dieses Zittergras. Das heißt, hier muss es irgendwo sein. Moment, gleich. Ich möchte noch das Schild mitnehmen. Bevor es wieder verschwindet. Hätte ich nur einmal meine Waffentasche vergrößern können, hätte ich jetzt alles mitnehmen können. Nee, Schild.
Wie cool ist das denn? Die Viecher waren so leicht zu besiegen. Oh. Ich eile zur Hilfe. Ja, den Exalboomerang brauche ich jetzt gerade nicht. Aber ich muss mit der Person reden, die mir hoffentlich etwas Tolles gibt. Die haben immer ganz coole Gerichte dabei, von denen man sich halt die Rezepte angucken kann. Hier, Kraftreisbällchen. Ich muss mir halt wirklich nur mal die Rezepte davon aufschreiben. Nee, es ist nur eine Route. Ich bin immer noch nicht da. Wie weit wirkt denn das? Und was ist das? Ah, ein Krog. Oh, ja, jetzt ist das bestimmt zu spät mit der Waffentasche. Da vorne, ich seh's. Ein Ritterbogen. Ich fass... Oh, von den Exalfos kriegt man so coolen Stuff. Einen Ritterbogen habe ich schon. Da werfen wir einen Exalbogen raus. Und nehmen den Ritterbogen mit. Zitterkraut auch noch. Und ich brauche erstmal was zu essen. Röstkrabbe. Ach, die ist schon... Die ist schon ge... Ah, okay, alles klar. Ich könnte ein paar Äpfel verspeisen. So. Irgendwann mache ich dann mal wieder eine Rast und... mach neue. Huch, ich dachte, du folgst der Straße automatisch. Nee, jetzt irgendwie nicht mehr. Na gut, da muss ich jetzt lenken, ist auch nicht schlimm. Ist da oben Erz? Nee, das ist was Neuartiges. Ein Sportpfeilchen. Auf geht's, weiter. Ich bin gar nicht so weit entfernt vom Wald der Krogs, hat er gesagt. Also entweder, ich denke mal, der wird irgendwo weiter im Norden liegen oder hier drüben. Oh, ich darf es nicht zu doll antreiben, sonst wirft es mich wieder ab. Nee, Horst, geh mal lieber noch ein bisschen weiter. Ich möchte mit einer Bombe arbeiten. Das ist nicht gut für dich. Ja, so reicht's. Ah, los! Hab keine Lust auf Schleim. Dann nutzt sich nur die Waffe ab und nur wegen Schleimgelee mache ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht mal, was mir Schleimgelee bringt.
So, jetzt sind wir wieder auf einer Straße. Jetzt folgt das Pferd wieder schön automatisch. Hier sind echt ein Haufen davon. Braucht gar nicht versuchen wegzulaufen. Ich kriege euch doch. Oh, sind das viele. Ja, ich nehme die alle mit. Oh, Octorok. Jetzt nicht mehr. Und wir haben einen Haufen von diesen Krabben mitgenommen. Wie viele sind es denn? 17 Stück. Wo wollte ich jetzt lang? Genau, links rum. Es bleibt wirklich automatisch auf... Das habe ich nicht gewusst. Wie cool ist das denn? Oh, ein Gorone. Wie guckt der denn? Ich bin Boldon, Fremdverkehrsbeauftragter von Goronia. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Früher war Schloss Hyrule ein beliebtes Reiseziel für Alt und Jung. Heute ist es nur noch eine unheimliche Ruine. Jetzt fragen mich eigentlich nur noch Schatzjäger nach dem Weg dorthin. Sie müssen echt verrückt sein. Das sollte anscheinend der Tipp sein. Okay, gut. Besonders hilfreich war es jetzt nicht. Ah, na, nee. Das ist auch das falsche Gebiet. Ah, da vorne ist ein Schrein. Oder ist da mehr als ein Schrein? Das sind zwei Schreine. Nee, das ist nur ein Höhleneingang. Dort komme ich wenigstens hin, zu dem grünen Punkt. Wo ist das andere Vieh? Horst, mach's kalt. Gut, hat sich erledigt. So, gib Gas. Das ist wieder so ein Frostding. Ja, den ignoriere ich jetzt. Frost brauche ich gerade überhaupt nicht. Ich glaube, der Weg führt uns gerade genau richtig. Und Zitterkraut finden wir hier auch. Hm, ich suche ein Wort. Fängt mit L an und hört mit K auf. Du weißt schon. Ach, es ist wieder ein Gegner. Link. Stimmt, der Recke der Hyjana oder so, du bist es, richtig? Du bist Link, das ist dein Ende. Na komm her, Bitch. Das ist ganz schön schwach. Ich weiß jetzt nicht, warum ich dann... Ich bin doch jetzt perfekt ausgewichen. Oh, das zerbricht wohl gleich. Der Kopfsammer macht 16 und das hat nur 14 Schaden gemacht. Na gut. Ein paar Rubine haben wir auch noch bekommen.
Verdammt, wo ist das Zitterkraut? Ach, der ist markiert. Gehen wir erst zu dem Schrein. Ja, ich glaube schon. Ich suche jetzt nicht das Zitterkraut. Das scheint auf der anderen Seite der Berge zu sein. Das ist ein bisschen zu weit weg. Ich gehe mit dem... Obwohl, wir wollen ja eigentlich sowieso zu dem Ausguck. Horsti! Oh, wie Legolas. Habt das gesehen? Wie Legolas. Als er sich hier, Kampf gegen die Waage, zweiter Teil. Ups, ups, das ist gleich mal nicht aufgepasst. Das Pferd vor der Wand gesteuert. Auch immer wieder gut. Los, Horst. Jetzt beginnt die Hetzjagd. Ich will dieses komische blaue Schwein jagen. Ist ja gut. Gut, dann halt nicht. Das Schwein ist entkommen. Danke, Horst. Ich brauche ein Offroad-Pferd. So eine Ziegen, wie im Hobbit. Oder in Aragorn gab es die auch ein... Ah, wie hießen die denn, diese Ziegen, die die benutzen? Feldunost. Ein Feldunost war das. Es ist einfach zu gut, wenn man einfach über das Geflügel drüber trampelt. Wir sind bald da, aber ein Stückchen ist es schon noch. Aber wir sind im richtigen Gebiet. Berge sehen cool aus. Ja, Horst, ich glaube, du hast den richtigen Weg gewählt. Da will ich auf keinen Fall rein. Da sitzen zwei Moblins. Und jetzt muss ich kurz was gucken. Die Brücke. Nee, das ist sie nicht. Nee, die Brücke habe ich überhaupt nicht. Wir haben hier ein paar Brücken, aber... Die hier, die wollte ich eigentlich ja suchen am Berg Hylia, aber... War dann doch nichts, da sind wir Nightra begegnet und das war dann alles zu viel. Aber später gehen wir dann nochmal hin, wir haben ja jetzt 97 Pfeile. Die Bäume hier sehen ja cool aus. Na, nur Edelwild. Eine große Maxi-Rübe, Schleichling. So, die Standard-Items. Da drüben sind schon wieder Suchstrahler. Ich wollte eigentlich noch bis dahin kommen, aber... Ich glaube, hier wird es ein bisschen zu heftig. Ein Soldatenschild. Moment mal. Dies ist die Akala-Festung. Sie wurde vor langer Zeit gebaut, als das Königreich von Hyrule in seiner Blüte stand. Die Festung wurde erbaut, um die Region Akala zu verteidigen und man sagte, sie wäre uneinnehmbar. Doch während der großen Verheerung fiel Schloss Hyrule und die Armee von Hyrule verlor König und Prinzessin. Den Soldaten blieb keine Wahl, daher machten sie diese Festung zur Basis für ihr letztes Gefecht. Letztlich fiel die Festung durch den konzentrierten Angriff der unaufhaltsamen Wächter. Mit anderen Worten, hier wurde der Fall des Königreich Hyrules besiegelt. Auch einige meiner Vorfahren sollen hier ihr Leben gelassen haben. Ich wollte zur Festung gehen, um ihrer zu gedenken. Doch viel weiter als bis hier komme ich wohl nicht, da die Wächter sich immer noch hier herumtreiben. Ich frage mich, ob jemals jemand, der von einem Wächter entdeckt wurde, mit dem Leben davongekommen ist. Du scheinst mir nicht so unvorsichtig zu sein, dich von einem erwischen zu lassen, aber gib trotzdem gut Acht.
Nee, das ist auch nicht das, was ich dachte jetzt, das wäre auch eine von dem Alben, aber das sieht ja so aus. Verdammt, dann komme ich wohl doch hier. Hier komme ich drüber und dann muss ich klettern. Die Wölfe rennen hier die ganze Zeit komisch rum. Aber geben nur Edelwild. Ich will Luxuswild. Ich bin unersättlich. Dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, weil wir werden ja hier. Hier sind ja diese Suchdinger. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Ich weiß auch nicht, ob man da hochklettern sollte. Stachelmob-Lanze, aber wie so oft ist halt einfach alles voll. Jetzt warten wir, bis das Ding hier weg ist. Wir können aber mal ein Foto davon machen. Ein fliegender Wächter ist das. Na super. Toll, der Kopfsammler ist zerbrochen. Ja, da guckst du doof. Immer weiter voran. Ich glaube, man kommt hier sehr gut hoch. Immer mal der ein oder andere Gegner auf dem Weg, den man dann schnell plättet. Solange wie es nur einer ist, macht mir auch ein Moblin nicht mehr so viel Angst. Das Ding sieht neu aus. Nimmt auch verdammt wenig Schaden. Ich versuche ihn hier runter zu werfen. Da habe ich nicht so viel Stress mit dem. Jetzt haben sie mich. Ich bin tot. Ich bin so fucking tot. Ah, die lassen irgendwann locker. Wenn ich klettern muss, sagt mir das rechtzeitig. Wir können fast senkrecht hochklettern. Ah, nein, spring doch nicht, Link. Oh Mist. Ich glaube, solange wie es regnet, können wir das vergessen, da hochzukommen. Der hat mich jetzt nicht entdeckt. Hat er mich auf den Kieker? Nein. Hier muss ich rein. Hm? Oh, Holzpfeile. Das ist eine Metalltür und das sind Steine. Boah. Ich habe gerade mein Ende an mir vorbeiziehen sehen. Was gar nicht so falsch war, weil es ein Wächter war. Okay, Leute. Oh, Mann. Der Part ist ja vorbei eigentlich. Ich will aber nicht. Ich bin kurz vor diesem Turm. Oh, shit. Oh, nein.
So viel zu dem Thema. Ich war fast oben und bin gestorben, nachdem dieses Vieh weiter geflogen ist, als es normalerweise geflogen ist. So viel dazu. Toll. Danke. Vielleicht war es auch ein anderer. Es gibt hier einen Haufen davon. Ich glaube, den Turm kann ich erstmal vergessen. Naja, jetzt sind wir gerade hier. Wir probieren es nächstes Mal nochmal. Ich will's nicht. Ich will nicht aufhören. Hä? Moment, den muss ich erstmal wieder runterschieben. Der ist tot. Gut, Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.